Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu. Heute schauen wir uns auch wieder eine weitere Produktionslinie an. Diese heißt Malzproduktion. Ja, wie man sieht, haben wir hier mehr oder weniger ein schlichteres Gebäude mit Silos dabei, wo wir eben halt dann auch unseren Malz produzieren können. Man sieht auch hier so ein bisschen eine kleine Holzfassade mit dabei. Ja, ein paar Rostflecken. Oh ja. Also man sieht schon, hier ist ne, wirklich schlicht und einfach, diese Produktion. Ja, aber wir schauen uns die mal an. Wir können jetzt zum Beispiel auch hier, ja, wir können unseren Abgibbereich können wir einmal öffnen, um eben halt dann auch unsere Getreidesorten da dann eben halt abzukippen bzw. in die Produktion reinzubringen. Ja, das können wir dann aufmachen, wieder schließen. Dann ist eben quasi dann auch unser Abgibkitter geschützt vor Wind und Wetter. Der Modder schreibt aber auch hierzu, mit der Melzerei kann aus Getreide und Wasser Malz hergestellt werden. Es können Weizen, Gerste und Mais verarbeitet werden. Das fertige Malz kann entweder direkt über die Produktion verkauft werden oder am Großhändler verkauft werden. Ja, Großhändler, ich gehe mal da stark davon aus, dass es sich dabei handelt, wenn wir jetzt zum Beispiel den passenden Verkaufspunkt bzw. die passende Verkaufsstation dazu noch haben, dann können wir das dann darüber auch noch verkaufen, sprich in der Form von einem universellen Verkaufstrigger. Ja, wie ich schon gesagt, hier die Silos sieht aus wie Beton, als wenn das so ein bisschen Betonsilos sind, ja. Und ja, darüber können wir eben halt das generieren alles. So, ich habe auch hier schon mal ein bisschen was vorproduziert, um euch auch mal zu zeigen, wie die eben halt dann heraus spawnen und was eben halt dann auch noch drin ist, wie viel. So, wir haben einmal hier das Gerstenmalz mit 1000 Liter und 420 Kilo. Dann hätten wir noch das Weizenmalz, 1000 Liter mit 420 Kilo und den Maismalz mit 1000 Liter, die 420 Kilo. Ja, wir schauen uns das Ganze auch noch mal ganz kurz mal in unseren Kaufmenü auch mal kurz an. In der Rubrik Sonstiges bei Bauen. Unter den Reiter Produktionen, ja, da hätten wir die Malzproduktion. Die würde uns jetzt 215.000 kosten und können wir uns dann auch beliebig irgendwo hinsetzen. Ja, wie man schon sieht, brauchen wir dann eben halt dann Weizen, Gerste, Mais und Wasser, um daraus dann eben halt dann unsere Malzsorten zu bekommen. So, die schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz an in unserem, ja, wenn das mal wieder, naja, in der Produktionskette drin haben wir dann auch hier Weizenmalz, Entschuldigung dafür. Wir brauchen 150 Liter Wasser, 500 Liter Weizen, um dann 750 Liter Malz zu generieren. Bei Gerste haben wir dasselbe Spielchen. Wir brauchen 150 Liter Wasser, 500 Liter Gerste, um dann eben halt 750 Liter Gerstenmalz zu produzieren. Und das ja, Maismalz ebenfalls brauchen wir einmal 150 Liter Wasser, 500 Liter Mais und daraus bekommen wir dann 750 Liter ja, Maismalz. Wie der Modder schon geschrieben hat, können wir das dann direkt auch über die Produktion verkaufen oder eben halt dann ja, beim Großhändler dann. Ja, wir schauen uns auch mal kurz die Lok diesbezüglich an und die Lok ist aktuell fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer jetzt getestet bzw. im Einzelspiel. Wie sich das jetzt auf dem DD-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Versteuerung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und haut auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Produktion haltet und ob sie eben halt dann für euch auch interessant wäre. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.